Da ich immer wieder gefragt wurde, gibt's nun endlich einmal ein Video über mein selbstgebautes Elektroboot. Natürlich war meine Unsinkbar 2, wie es der Name schon sagt, nicht mein erstes Boot. Etliche Jahre zuvor habe ich mir mein erstes Boot, die Unsinkbar 1, aus Sperrholz und einem akkubetriebenen Rasenmähermotor gebaut. Dieses Boot hatte ich circa 2 Jahre und immer wieder gab es etwas zu verbessern. Leider wurde mir dieses Boot aufgrund des miesen Sperrholzes irgendwann undicht. Doch so einfach gab ich natürlich nicht auf und ich beschloss mir, ein neues Boot aus besseren Materialien zu bauen. Der Boden und Deckel des Bootes bestehen aus ca. 1 cm starkem Sperrholz, die Wände sind mit 3 mm jedoch wesentlich dünner. Die Wände habe ich ganz einfach verschraubt, die Löcher gekittet und zum Schluss das Ganze lackiert. Und wie ihr seht, liegt auch der Bau dieses Bootes schon einige Jahre zurück. Da die verwendeten Materialien wesentlich leichter als bei meinem ersten Boot waren, benötige ich hier eine zusätzliche Verlängerung der Flosse. Aus dem Rasenmähermotor und dem Gestänge einer Motorsense habe ich mir einen ganz simplen Außenborder zusammengeschweißt. Dieser hat bis jetzt immer zuverlässig funktioniert. Auf diesem Foto sieht man ganz kurz den Lenkmechanismus. Während sich das eine Seil aufrollt, rollt sich das andere vom Lenkrad ab, wodurch hinten am Boot der Außenborder geschwenkt wird. Den Motor betreibe ich mit 12 Volt und als Schalter verwende ich aufgrund der hohen Stromstärke einen einfachen Relais.
Ich hoffe, euch hat mein kleines Video gefallen und ich konnte den einen oder anderen zum Bau eines solchen einfachen Bootes ermutigen. Vielen Dank fürs Ansehen, lasst mir ruhig eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal.